Für den Aufstieg würde schon ein Unentschieden reichen, aber jetzt will man auch den Sieg. Fantastische Atmosphäre hier im Stadion. Die Fans freuen sich auf diese Begegnung und die Spieler sind natürlich auch gespannt, wer die taktischen Marschrouten des jeweiligen Trainers besser umsetzen kann. Marco Reus. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Jetzt ins Tor und die... Oh, das war der Pfosten, aber da ist doch alles drin. Des Balles war erfolgreich. Jawohl, abgefangen. Kehl. Er attackiert ihn, er will den Ball. Und da hat er sich etwas unter Druck setzen lassen. Den Ball deswegen jetzt ins Ausgespielt. Reus. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Blazikowski, kein Problem für den Gegenspieler, so ein Geschenk nimmt er gerne an. Reus. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Abstoß jetzt. Marco Reus. Gündogan. Luis Gustavo. Kehl. Und Achtung, genau hingeschaut. Können Sie die Flanke verwerten? Marco Reus! Sowas nennt man souveränes Torwartspiel. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Schöner Pass. Sofort abgezogen. Und ein harmloser Roller ist das gewesen. Wir haben sowas früher Kullerball genannt. Da trudelt der Ball frei übers Spielfeld. Der Assistent entscheidet abseits. Balleroberung im Mittelfeld.
wir heute schon ein paar Mal von ihm gesehen. Entschlossen geht er dazwischen. Da können Sie jetzt einen Konter draus machen. Hätte man sofort verarbeitet und der ist drin. Und dieses Tor wirft sie im Aufstiegsrennen etwas zurück, denn ein Unentschieden muss es schon sein. Das stärkt seine Position. Der Mannschaftskapitän macht ein schönes Tor. Ja, und ein wichtiges. Und genau in diesen Momenten braucht die Mannschaft den Chef. Sauber geklärt. Klare Entscheidung nach diesem schwachen Ball. Einwurf. David Luiz. So leicht darf man es dem Gegner nicht machen. Der Kampf für die Befreiung des Balles war erfolgreich. Oh, da freut sich dann bitte rein. Oh, da ist noch alles drin. Gustav. David Luiz. Eine wichtige Balleroberung im Mittelfeld. Klasse hat er das gemacht, der Abwehrspieler. Der Assistent zeigt an, abseits. Es könnte schon das Ticket zum Aufstieg sein. David Luiz. Dani Alves. Nennt der Abiturient antizipieren. Er liest die Situation und schnappt sich das Spielgerät. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Und diese Flanke ist was für Aubameyang. Ja, da hatte er das zweite Ding auf dem Schlappen. Ja, vielleicht wollte er es da ein bisschen zu genau machen. Oha, das war nix. Die Chance dahin. Er kann den Kopfball nicht platzieren. Die Chance ist vertan. So, jetzt ist die Abwehr zur Stelle. Das ist es! Und der Verteidiger stand genau in der Schussbahn, fälscht den Ball ab. Das hat wehgetan. Ja, der Ball war schon im Tor aus, das muss Eckball geben. Das freut sich nur der Gegner, denn der kriegt Einwurf. Blaszczykowski bewegt den Ball. Gündogan. Peter attackiert. Er spielt den Ball zurück zum eigenen Keeper. Können Sie die Flanke verwerten? Der Abwehrspieler ist genau zur Stelle bei dieser Flanke. Hulk. Könnte es gefährlich werden. Das war eine faire Aktion. Die Fans fragen sich, wie wird der Unparteiische entscheiden? David Luiz. Marcelo. Mein lieber Mann, den hat er klasse gehalten und dann hält er den Ball auch noch fest.
so weitergeht, dann wird sehr spannend im Durchgang 2. Denn zur Pause steht es 1:1. Die schenken sich nichts, aber die haben beide ungefähr gleich viel zu geben, Buschi. Und ich bin mir sicher, das gibt ein Unentschieden. Alle Spieler sind auf dem Platz. Es kann losgehen. Auf in die zweite Halbzeit. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Gündogan. Marco Reus. Bender. Błażejkowski. Und diese Flanke ist was für Aubameyang. Das müssen wir nicht loben, das ist Standard. Das unterschreibe ich. Also, wer macht hier den Treffer? Gegen solche Torhüter keiner. Unglaublich. Und die Partie wird mit dieser Abseitsentscheidung unterbrochen. Flankenschlagen ist eine Kunst. Manchmal geht es auch daneben, wie in diesem Fall. Guck mal hin! Alle Achtung! So, jetzt liegen sie in Führung. So. Und jetzt gibt es den Treffer von Brasilien nochmal in der Wiederholung zu bewundern. Im zweiten Anlauf, und das ist besonders ärgerlich, muss der Keeper sich geschlagen geben. Subotic. Kehl. Bender. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Da muss er gar nicht so viel machen, aber er steht halt immer richtig. Pischek. Super Flanke. Kann er diese Flanke verarbeiten? Marco Reus. Und der Angriff wurde gestoppt. Błażejkowski bewegt den Ball. Reus. Natürlich war das ein Foul, aber der Schiedsrichter sagt Vorteil. Zuerst wollte er den Vorteil geben, aber dann kommt der Pfiff. Klasse gehalten vom Keeper. Und das war nicht einfach. Mit der Zunge, super Kopfball. Wir sehen hier noch mal ganz deutlich, Manni, für den Keeper ist da gar nichts zu machen. Und da fliegt er wieder, so wirkt es zumindest, höher als alle anderen, ein super Kopfball. Ein herrlicher Treffer, das war der Ausgleich. Und das wird jetzt hier eine ganz... Achtung! Dieser Schuss war nicht von schlechten Eltern. Sie machen Druck, das kann ja nicht mehr lange dauern. Da fällt er, der Führungstreffer. Hat er noch ein paar Asse im Ärmel, der Trainer?
Er bringt nochmal einen neuen Mann. Schon im Mittelfeld holen sie sich den Ball zurück. Er attackiert ihn, er will den Ball. Klasse, wie er die Situation vorausgeahnt hat. Da ist er wieder mal und der muss jetzt rein. Da hat das Timing nicht gestimmt, deswegen abseits. Blazikowski. Sieht nach einer guten Torchance aus. Weiter Pass auf Hulk. Den gibt er jetzt nicht mehr her. Er hält ihn fest. Er hat den Ball, der Torwart. Und die Abwehr aufmerksam. Blazikowski bewegt den Ball. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Es gibt nur Abstoß. Blazikowski. Schmelzer. Hulk. Marcelo. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Weiterhin Remy. Und bei diesem Spielstand wären sie ja bereits aufgestiegen. Ein grenzwertiger Zweikampf, eine Blutgrätsche. Der Ball ist frei. Lewandowski. Ja, wie der Ball da durch die eigenen Reihen läuft. Fantastisch. Bender. Marco Reus. Trainer ist sauer. Da fehlt jegliche Konzentration bei diesem Zuspiel. Hulk. Der nächste Treffer. Er könnte die Entscheidung bringen. Und Achtung, genau hingeschaut. Hulk. Lange fliegt in den 16er. Oh. Der könnte passen. Das frühe Stören, es hat sich gelohnt. Schon im Mittelfeld sind sie wieder im Ballbesitz. Letzte Möglichkeit. Wenn sie jetzt treffen, dann ist das das Siegtor. Und der Verteidiger stand genau in der Schussbahn, fälscht den Ball ab. Das hat wehgetan. Wie viele Torschüsse hat es heute eigentlich gegeben? Gucken Sie sich die Statistik an. Marcelo. Den haben andere schon fallen lassen und er hält ihn fest, den Ball. Das Spiel ist aus. Der Schiedsrichter hat es mit seinem Pfiff zu Ende gebracht. Dass dieses Spiel unentschieden ausgeht, darüber dürfen Sie sich wirklich nicht beklagen. Nee, denn wenn du nicht aufs Tor schießt, kannst du keine Tore machen. Machst du keine Tore, kannst du nicht gewinnen. So, liebe Zuschauer, ich darf mich von Ihnen verabschieden. Nach dieser wunderbaren Fußballpartie, die wir gemeinsam gesehen haben. Mein Name ist Manni Breukmann. Auf Wiedersehen. Machen Sie es gut.